Herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege Legends of Orana und ich habe jetzt verkauft und verkauft und verkauft. Ihr kennt's. Sind wir wieder ziemlich leer. Und ja, so viel umgerüstet habe ich gar nicht. Halt nur das Einzige, was ich gemacht habe, verkauft. Wir können da jetzt irgendwie so mal machen. So. Der Rest ist soweit in Ordnung. Und wir spielen jetzt einfach weiter. Wir haben noch ein paar Türen vor uns, jawohl, die wir erkunden wollen. Und das Zeug nehmen wir natürlich auch noch mit. So was wir hier haben liegen lassen, weil wir so krass überfüllt waren. So. Jetzt müssen wir eigentlich im Prinzip nur den Weg zurückgehen. Ah, hier, das Zeug ist schon despawned. Moment einmal, hier habe ich in diesen beiden Sarkophagen befinden sich die sterblichen Überreste der Verteidiger von Arok. Diese beiden edlen Seelen kamen von weit her, um die Bedrohung durch die Horden der Zoraska und ihren gnadenlosen König zu bannen. Nach schier endlosen Kämpfen, als alles schon verloren schien, wendete sich das Blatt. Die beiden Verteidiger drangen in den Innenhof vor und kämpften so lange, bis sie dem König der Zoraska gegenüberstanden, dem schrecklichen Nosirom. Die Erzhüter Philiene erschlug die Zoraska zu Dutzenden, bevor sie von der Lanze des Echsenherrschers durchbohrt wurde. Und als ihr geliebter Gatte, der Erzmagus Irin, ihr zu Hilfe eilen wollte, wurde er vom blutigen Streitkolben des Zoraska-Königs niedergestreckt. Doch das Heer der Zoraska war aufgerieben worden, geschlagen und zurückgeworfen. Unsere Festung wurde durch die Stärke und Ehre dieser beiden gerettet, die sich die Verteidiger von Arok nannten. Schon dabei. Kann ich da eigentlich nichts machen? Okay, hier kann man nichts machen, aber das Zeug hier ist despawned. Seht ihr das? Selbstverständlich. Hier oben, glaube ich, war auch noch eine Tür, oder? Ja, genau. Da schauen wir auch noch rein. Ah, speichern. Jo. Wir müssen dann auch noch zurückschauen. Sehr wohl. Was macht sie bitte? Ah, da. Bitte geht jetzt nicht drauf. Ich habe natürlich wieder vergessen. Ich habe genug von diesem Ort. Dass die Leute, dass das nach dem Ding wieder umgestellt werden muss. Der passt. Jetzt müsste es passen, theoretisch. Guter Einfall. Achso, das ist der Hariti oder so, wie der heißt. Aber der Händler hat zum Kaufen eigentlich nichts Gutes gehabt. Eher schlechtes Zeug. Wieso auch nicht? Und ich glaube wirklich, hier ist der richtige Weg. Nichts wie hin. Wir müssen auch nochmal zurück zu diesem fetten Tor.
glaube, dahinter ist der König, den haben wir jetzt irgendwie verpasst. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Hier waren wir schon, dann hier haben wir noch ein paar Truhen, oder? Nee, ah doch, hier ist eine. Vorsicht! Gut. Aber natürlich. Gold, Gold, Gold. Wird erledigt. Oh, ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist auch noch eine Zellentür. Was ich auch noch dazu sagen muss, ich bin mir nicht sicher, welche Rüstung besser ist. Also die Bogenschützung, da haben wir Ahoks Zeug, haben wir ihr gegeben. Und das haben wir eigentlich schon ziemlich lang ausgerüstet, also extrem lang ausgerüstet. Und das hat wirklich gute Stats, aber mittlerweile haben wir dann doch eine Rüstung, die um 40 Rüstungspunkte ungefähr besser ist. Und da stellt sich mir die Frage, ist es trotzdem noch gut oder noch besser, das alte Zeug zu verwenden? Oder doch, jetzt ist der Punkt vielleicht langsam erreicht, wo wir umrüsten müssen. Deswegen habe ich jetzt einmal alles umgerüstet von der Bogenschützin. Das werde ich jetzt einfach testen, ob die jetzt, wie gut die jetzt ist. Kann natürlich sein, dass das aufgrund der Stats, aufgrund der Werte des Sets, dass es jetzt, schlechter geworden ist. Es kann natürlich sein. Aber ich teste es jetzt mal halt. Der will mich doch so hart verarschen. Leck mich doch. Alles einsammeln. Und hier ist, glaube ich, wirklich der richtige Weg. Mich deucht, ich hätte was vernommen. Du deuchst. Dann deuch mal weiter. Für die Ehre! Ah, hier ist wirklich der richtige Weg. Komm schon, treff das Zeug. Gehen wir jetzt noch einmal zurück den weiten Weg. Ich werde mein Bestes geben. Da ist schon wieder viel Zeug drinnen. Jawohl, ja. Grausamer Stab. Die grausamen Dinge, die sind meistens gut. Muss. Ach, weißt du was? Egal, scheiß auf die Truhe. Seid ihr euch ganz sicher? Ja, jetzt muss ich nur zurück überlegen, wo wir hier theoretisch war das, oder? Ich muss kurz überlegen, wo wir da eigentlich waren. Das ist sehr verwinkelt und verwirrend hier unten. War es hier? Ich denke ja. Geht klar.
Dann hier, oder? Dann hier, ja, könnte sein. Dann schauen wir erst noch in die andere Richtung. Ich habe natürlich die Befürchtung. Oder vielleicht ist das Tor auch verschlossen. Was ist dahinter? Da geht's auch weiter. Mal kurz speichern. Ich werde es tun. Ah, das sind die Viecher. Hier scheint es eh nicht weiterzugehen. Nö. Das ist eine Sackgasse. Was ist da passiert? Hä? Irgendwie haben sich meine Dinge verlaufen. Meine Leute. Hier, hier! Hier geht es immer nicht weiter. Der Esel ist mir wärmer, wurscht, aber die Leute. Wo sind die denn schon wieder? Jawohl, ja. Sind jetzt ganz hinten geblieben. Warum denn das? Alter, die sind ganz hinten. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich fürchte mich nicht. Aber vielleicht mache ich den Weg jetzt umsonst. Und vielleicht ist das Tor verschlossen. Das Tor ist also nicht verschlossen. Ja gut. Ah, die haben wieder keine Wegfindung. Geht klar. Auf geht's. Die sind sehr hoch, diese Mauern. Ich bin gespannt, was hinter diesen Toren drinnen ist. Hier muss ja der Boss sein. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie sind hier. Vernichtet sie. Tötet sie alle. Wenn es sein muss. Oh. Ui, ui, ui. Der ist hier. Wusste ich's doch. Wie viel Leben hat denn der? 1500. Alter, der ist schnell down gegangen. Da war ja die Ding im... War ja krasser. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell down ist. Da war das Viech in dem See. Dieser Kraken war da viel deutlich krasser. Junge, du kannst gar nichts. Was ist mit dir? Zauberei und Stahl sind nur gemeinsam stark. Er gibt so an, so, ja, ich werde euer Fleisch von euren Knochen fressen. Und er liegt gleich in 10 Sekunden liegt er am Boden. Epic Fail, würde ich sagen. Ich hoffe doch, dass der Shadow Jumper, dein Boss, ein bisschen härter im Nehmen ist. Aber interessant, den kann man auch verpassen, den Boss. Jo, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Aber natürlich.
Da haben wir alles. Jetzt müssen wir da raus. Ja. Alter, diese hohen Mauern. Weiß ja nicht. Falsch, hier rechts müssen wir. Da ist nur der gute alte Händler. Dass der da drinnen überhaupt überleben kann. Weiß ja nicht. Verstehe ich nicht. Was weißt du denn nicht? Wie der überleben kann? Ja, das weiß ich auch nicht. So, da haben wir zwar rechts noch eine Truhe, aber auf die gebe ich jetzt mal einen feuchten Pfeffer. Speichern. So schnell kann es gehen. Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Hier haben mich die Gegner mehr herausgefordert. Ist recht. So, wo geht's hier lang? Geschwind wie der Wind. Auch komische Gerätschaft. Ein dunkler Generator. Was die wohl machen? Hier ist es aber auch ziemlich dunkel hier drinnen. Das muss man ihnen lassen. Seid ihr sicher? Das macht der dunkle Generator. Er klaut das Licht. Lol. Das ist ja lustig. Wenn es sein muss. Er klaut einfach mal das Licht. Ja, dann machen wir den dunklen Generator auch kaputt. Wenn der so böse das Licht klaut. Es wird einfach hell. Ihr Ende ist nah. Sie sind Herr über die dunkle Materie geworden. Sie haben die Physik bezwungen. Sie haben die Antimaterie erschaffen. Schon dabei. Es geht ja noch tiefer. Ich dachte, wir kommen jetzt raus. Scheinbar nicht. Alles so viel. Die sind stärker als der Boy. Sie ist halt schon wieder. Ist sie. Das Kackvieh stirbt. Es stirbt halt immer. Was ist das? Zum Angriff! Was sind denn das? Sind aber jetzt keine. Ja doch, das ist auch ein Zalaska. My friend, you have to do this. Again. True. Das wird interessant hier. Sie werden mir tot zu Füßen liegen. Dieser Sieg gebührt uns.
so dunkel. Weg damit. Natürlich. Spürt meine Kraft. Ah, das ist nur ein kleiner Raum. Er ist halt immer vorne mit dabei. Das ist ein richtiger Lebemann. Nur ist es halt nicht intelligent. Zerstören! Mit dem Hammer alles zerstören! Ich will mehr zerstören! Gebt mir alles, was ihr könnt! So, und jetzt... Jo, das war alles. So schnell kann's gehen. Gute Idee. Gute Idee. Ui, 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 da haben wir drei. Wie viel? 3000 Gold? Waren das 3000 Gold? Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen. Was gibt's? Hier drüben, die nehmen wir halt auch noch mit, wenn es schon sein muss. Wobei ich mich schon frage, wie lang das jetzt eigentlich noch geht. Da ist wahrscheinlich auch noch so ein Raum mit haufenweise Loot. Wo seid ihr denn schon wieder, Leute? Was? Jetzt kommt ihr endlich. Es wurde auch langsam Zeit. Ah, das sind die Stärkeren. Ah, da ist noch ein starker Pol. Und die stärkeren Typen sind da drinnen, die Schergen des Shadow Jumper. Amulett. Du hast es eingesammelt. Der hat halt die krasseste Rüstung. Das Unruh-Amulett. Das können wir ihr geben. Was kann das? Wo? Es lohnt sich. Sturmangriff! Auf in den Kampf! So, und jetzt wird spannend. Hier geht's nämlich rund. Ah, da muss ich natürlich. Da komme ich einfach nicht vorbei bei solchen Sachen. Ja. Leute, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich
weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe die Pommes vergessen. Ich habe die Pommes in der Küche unten vergessen. Die sind noch von Mittag. Die hätte ich eigentlich aufessen können. Aber jetzt ist auch egal. Jawohl. Ich weiß ja nicht, ob normalerweise müssten sie ja bis morgen auch halten. Wird automatisch gespeichert. Interessant. Vielleicht kommt eine Cutscene. Er ist halt so. Leute. Ah, gut. Ja, ich weiß schon, der hat schon wieder. Kann gleich ausgerüstet bleiben. Aber das entwickelt sich zu einem meiner Lieblingszauber, die Wiederbelebung. Sonst müsste ich ja hier dauernd neu laden. So, du machst mal den hier. Du. Was ist denn das? Lol. Und da unten ist ein Lavakristall. Schaut auch ganz nice aus. Hier. Also ich bin mir nur unsicher, ob die... Ja, die müssten normalerweise auch bis morgen halten. Die Pommes. Zu den Waffen! Lasst sie mir! Da oben habe ich noch so einen Typen gesehen. Da unten ist safe auch einer. Das ist sogar ein Boss. Seht ihr ihn? Und was ist mit dem... Was ist mit dem Pfeil denn? Verstehe ich nicht so recht. Oder was ist denn das? Er ist halt schon wieder fast down. Den Pfeil verstehe ich nicht ganz. Voll auf bereit. An dieser Stelle würde ich auch wieder einen Cut machen und ich mache auch eine Aufnahmepause. Und das letzte Stück vom Spiel, das werden wir dann auch irgendwann schaffen. Also, tschüss mit Ü und ciao mit Au.